Willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Silbersusum. So, die Ballenpresse läuft wieder. Nachdem wir sie wieder befreit haben, dich bringen wir jetzt erstmal weg. Ich bringe mal zu unserem neuen Ballentunnel. Den ihr im Hintergrund schon seht, das ist ein Riesentunnel. Der ist fast gleiche Größe wie das Haus, das ist sehr schön. Auch der größte, der hat uns auch 12.000 Tacken gekostet, ne? Aber gut, irgendwo müssen wir auch die ganzen Strohballen lagern können. Und wer weiß, vielleicht werden wir auch uns noch ein Lager bauen und hier Strohballen lagern und die dann verkaufen. So, du kannst hier hin. So, jetzt kommst du ins Spiel. Oh, das getrocknete Kryptreide, das ist auch schon wieder gut, ne? Das müssten wir auch schon wieder rausholen. So. Wir werden aber erst das andere Feld da drüben anfangen, das kleine. Aber zuerst werden wir dich mal abtanken schnell. Wo steht der denn? Ach, wir fahren einfach mal hier lang. Irgendwo werden wir ihn schon finden. Wir werden erst das kleine Feld machen, weil dann können wir da auch schon pflügen. Eine Runde. Was hat er denn hier gemacht? Alter Falter. Da hat er aber auch eine Runde gedreht. So, wollen wir mal abtanken fahren. Den guten, den Kurs müssen wir auch noch speichern, weil ich nehme jetzt wieder zwei, drei Folgen hintereinander aus. Da hinten steht er nicht einmal ganz rum, ne? Deswegen, wir haben so viel, es ist auch mal nicht schlimm, wenn hier doch mal ein bisschen was stehen bleibt. Ja, hat er, ist er aber auch Kurven gefahren. Wie hat er denn das gemacht? Hier war auch wieder nichts. Hm, sehr komisch. Hier ging es wieder super. Komisch, 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 komisch. So, dann gucken wir mal, dass wir nicht reinplumpsen. Sehr schön, du fährst erst weiter, wenn du leer bist. Ne? Sehr schön. Ich sag's dir. So, wo waren wir denn? Hier waren wir. Dann wollen wir mal ein paar Ballen schon mal zum Hof. Nicht zum Hof bringen, zu unseren Ballenlager, ne? Ich glaube, das müssten wir. Oder B, genau. Dann können wir hier die ersten Ballen sogar schon mitnehmen. Und dann können wir dieses Feld direkt pflügen. Dann haben wir schon zwei Felder wieder safe. Können wir die mal wieder anpflanzen könnten. So. Gut. Gucken erstmal die äußersten. Mit. Na, dann fahren wir doch einfach quer Feldweg. Er schiebt auch schon wieder einen Folie weg, ne? Nicht. Er hat's getan, er hat's getan. Komm her hier. Ja, ich weiß, ich stehe dir am Weg, ne? Es tut mir auch leid, so. Ich glaube, das fliegen auch die letzte Runde, dann ist er auch voll. Ey, der überholt uns sogar. So. Ey, das wären so unendlich viele Ballen, ne? So, so. Naja, dann können wir das nächste Gras, was wir kriegen, gleich häckseln. Dann haben wir gleich eine Düngerstufe, das ist auch gut. So. Kann er denn noch ein 16 Ballen baue ich das noch auf. Und voll ist er, genau. Dann können wir einklappen. Ey, da
muss echt ganz schön arbeiten, ne? Dann müssen wir, da ziehen wir gleich am besten mal den großen 661er davor. Ein bisschen mehr Leistung kriegen. Jetzt vorsichtig hier rum einmal. Boah, da ist er am Kämpfen, aber richtig. So. Wenn ich die so absetze, stehen sie so, ne? Ja, komm einfach her hier. Z war das, glaube ich. So, sehr schön. Und jetzt habe ich den falschen gedrückt, dann muss andersrum. Z. Du bist fertig, sehr schön. Jetzt schieben wir mal die letzten noch raus. Hier hat er schon rausgeschoben. Dann können wir sie einklappen, unsere Maschine. Das können wir ausmachen. So, der große, ne? Genau, den nehmen wir auch gleich hier zum Ballen abfahren. So, er steht. Die Maschine müssten wir auch mal sauber machen, ne? Die Ballenpresse ist zwar im Ballen drin, den kriege ich nicht raus. Den kriege ich leider nicht raus. Schade. Stellen wir mal kurz da vorne ab. Ich kann mal dann gleich nochmal sauber machen. Oh, das machen wir schon als erstes. So, rückwärts. So. Na komm mal, ey, ja. Den ganzen Schmutz alles runter. Unsere Krone Big 120. 80. Ja, für den ersten Einsatz sehr schön, hat gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Ah, schon darüber, ne? Ah, es reicht. So, und wo stellen wir denn hier jetzt hin? Was müssen wir denn vorher stehen? Ich glaube da hinten, ne? Ich glaube da vorne hatten wir sie stehen. Oh, er ist auch wieder fertig, unser Drescher. Hier hatten wir sie, glaube ich, nämlich stehen, genau. So, zack. Du bleibst da. Du kommst mit. Du kommst hier rüber. So. Muss ich dann noch mal gucken, entladen, abbrechen, an dieser Stelle entladen, Z. Und Z, sehr schön. So, dann holen wir mal, kommen wir mal kurz zu dir gefahren. So, das wird auch Ewigkeiten dauern, ne, dieses Feld zu pflügen. So, dann fahren wir mal kurz einmal rum. Dann können wir ihn auch noch mal schnell abtanken. Ja, ein bisschen Innenansicht fahren, mit dem kann man noch schön. Und das ist unser schöner Mann, unser kleiner gebrauchter LKW. Vor allem für die weiten Strecken, die wir teilweise zurücklegen müssen, ist er ganz schön. Fährt knappe 80, glaube ich, 82 fährt er. So. Wow. Sehr schön. So. Du
ruckelt. Genau, du kriegst den Flug dran. Das müsstest du eigentlich schaffen. Du kannst dich aber mit dem Flug zum Feld begeben, aber du kannst noch nicht anfangen. Wir müssen noch ein paar Ballen wegbringen. Ja, zack. So, wir kommen schon zum Feld, kommen schon mal. So, ich stelle mir erstmal hier ab. Ja, noch weiter. So, jetzt brauchen wir mal den stärkeren. 16 Ballen waren auch echt schon schwer für den Client. Hier hinten lang fahren, ne? Und gleich da hinten rüber fahren, die hinteren Ballen gleich und dann, ja, ich bin gespannt, wie viele Ballen wir wirklich reinkriegen, wenn wir so schön eng an eng bauen. Wir sagen immer vierer Start, da müssen wir mal gucken, wie wir sie dann doch rauskriegen werden. So, wow. Hier liegen noch Ballen, ne? So, und dann öffnen wir mal den Wagen. Dann ist den ersten mit. Oh, Getreidetrocknung. Boah, komm. Oh, der muss auch kämpfen. So, haben wir dich auch. Auch mit. Ich auch. Ich nehme auch mit. Da haben wir schon 7 drauf. Nochmal 8. Dann können wir nochmal 8 drauf nehmen. So, dich. Dich mit. Auch mit den hier. Alter, wir hängen schon voll drin, ne? In der Maschine. Kurve. So. Wir passen noch. 3 passen noch rauf. Haben wir ja fast 35 Ballen, 36, wenn nicht sogar mehr. Ich weiß nicht, was da hinten noch liegt. In dem Feld runtergeholt. Ja. So, hier liegen noch 5, 6 Ballen. 32 haben wir. 42 Ballen nur alleine von dem Feld, ey. Alter Falter. So, zack. 42. Ich wette, wir haben über 100 Ballen. Locker. So, den entladen wir aber in der nächsten Folge. Den werden wir nochmal schnell dahin fahren. Dann haben wir das auch. Dann werden wir in der nächsten Folge das Feld 48 anfangen zu pflügen. Die letzten Ballen runterholen. Dann die Ballen anfangen in der 49 alle runterzuholen. Was bestimmt auch Ewigkeiten dauert. So, Moment, wir wollen mal anfangen. Auch ein Wendekreis, ne? Wir müssen am besten nächstes Mal andersrum fahren, dann stellen wir sie direkt immer hier ab. Ja, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Wenn ihr weitersehen wollt, wie es auf unserem Hof weitergeht und wann endlich die Schweine kommen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, ein Abo, Kommentare wären toll, Feedback. Ihr wisst es. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal bei Burgrim LP. Tschüss.